Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario & Rabbids Kingdom Battle. Wir sind in, ja, Welt 4-2. Kommt's hart auf hart. Und haben das erste Mal Lava-Nahkämpfer vor uns. Das wird sicherlich kein Spaß. Besiege alle Gegner. Alle. Okay. Das ist schon mal gut, dass du anfängst, aber du kannst, glaube ich, nach wie vor nur zwei Nahkampf treffen, oder? Ja. Okay, dann stell dich danach hier hin. Dann bist du dran. Mach so. So. So, so. Und lande hier. Wie viel Schaden macht der? Okay, der macht genug. Und damit würde ich wieder Rabbit Luigi treffen, weil ich zu nah dran stehe. Oh, ich stelle mich immer zu nah an die Gegner. Scheiße. So, und dann stelle ich da hin. Okay. Das reicht nicht. Ich könnte aber einmal so hier reinhauen. Wie viel Schaden machst du bis zu 150? Das ist viel zu wenig. 165. Wie viel macht der Nahkampf? 90? Niemals. Selbst der Spezialeffekt wird nicht reichen. Okay, dann geh so. Geh möglichst weit weg. Ne, geh nicht zu weit weg. Ah! So. Oh, warte. Jetzt reicht das plötzlich doch, weil wir nah genug dran stehen. Sehr gut. Ah, stimmt. Die Stärke wird ja berechnet, je nachdem, wie nah man dran steht. Puh. Von hier aus dem Prinzessinnenblick würde Sinn machen. Dann bist du am Start. Ich habe auf den Stoß gehofft, weil jetzt ist der sau weit weg. So, wenn der da hochkommt, wird der hinter Mario rauskommen. Das heißt, es macht Sinn, mit Mario einmal die Heldensicht zu aktivieren. Und auf den zu schießen. 50% Chance, dass er sich nicht bewegen kann. Wenn er sich bewegt, schießen sowohl Peach als auch Mario auf ihn. Und damit ist er gerade so nicht weg, ist aber nicht so schlimm, denn er kann sich nicht bewegen. Nein, Mario, ach komm schon. Oh, fuck. Ah, das ist doch kacke. Scheiße, jetzt können beide nicht schießen in der nächsten Runde. Okay, der Nahkampf von Rabbit Mario, von Rabbit Luigi könnte das helfen, aber ach du Scheiße, er ist in der nächsten Runde tot. Zum Glück kann der sich nicht bewegen. Okay, Rabbit Luigi, jetzt hau aber einen raus. So, den killen und mehr kannst du nicht tun. Dann verzieh dich am besten und versteck dich irgendwo. Zum Beispiel hier. Nein! Schießen kannst du ja leider nicht. Genauso wie Mario nicht schießen kann. Das ist jetzt echt ein Handicap, dass Mario nicht schießen kann. Das ist ein ziemlich krasses Handicap. Stell du dich dann mal hier hin, oder? Stellst du dich am besten hier hin? Du stellst dich am besten hier hin. Dann Peach. Fuck, Mario hat auch voll viel Schaden gekriegt schon. Feuer frei. Ich habe wenigstens auf Eis gehofft. Dann muss ich Mario auf jeden Fall schützen. Und... reicht nicht.
habe Angst, dass die auf ihn gehen. Sollten sie aber eigentlich nicht, der ist zu weit weg. Oh oh. Jetzt hat Pete plötzlich auch nicht mehr so die Verteidigung. Gut, der ging daneben. Gut, das Schild auf Mario hat nicht viel gebracht, weil die Gegner auch nicht auf die geschossen haben, aber... Von hier aus killen wir wenigstens den. Also, ciao. Dann können wir von hier aus noch den Angriff von dem verringern. Ja, aber den in dieser Runde auf jeden Fall nicht platt kriegen. Marios Zug heißt hier durch. Und von hier aus haben wir eine 100%ige Trefferchance auf den da hinten. Und wenn wir den Glück haben. Wenn wir den Glück haben, dann killen wir den da hinten auch. Soll ich mich aufs Glück verlassen? Ich verlasse mich mal nicht aufs Glück. Und dann gehen hier hin. Kann ich Mario von hier aus heilen? Kann ich nicht. Kann ich ihn von hier aus heilen? Ich habe Mario scheiße hingestellt. Und dann halt so. Ja, gut, dann ist es eh egal, ne? Dann verlasse ich mich mal nicht aufs Glück. Sondern töte den auf jeden Fall. Und mache halt wenigstens von dem sein Schild weg, beziehungsweise sollte eigentlich in der nächsten Runde eh verschwinden, ne? Na, ist egal, dann können wir uns ja auch wieder bewegen. Ist der letzte, der noch steht. Und wir haben ihn somit eingefrostet. Das heißt, er könnte, könnte er kein Schild mehr aufrichten. Hat aber einen verringerten Angriff. Also nicht so schlimm. So, Rabbit Luigi. Geht mal bis hierhin. Hat hier eine 100%ige Trefferchance. Und kann den jetzt mit 90%iger Chance wegstoßen. Oder auch nicht. Da stand doch eben 100% Trefferchance von da aus. Achso, mit dem Raketenwerfer wahrscheinlich. Na dann. Können wir halt nicht wegschießen. Wie auch immer. Hat jetzt 100 Schaden gekriegt. Sollte reichen. Dann heilen wir Mario nochmal, indem wir hier hinspringen. Wird Rabbit Luigi den nächsten Kampf einmal aussetzen. Aber falls, es sei denn, es gibt noch einen Pilz unterwegs. Aber wenn es keinen Pilz geben sollte, dann ist Mario zumindest wieder fast vollkommen einsatzfähig. Und ich bin mir relativ sicher, dass es hier keine Einzelkämpfe mehr geben wird. Dafür sind wir einfach in der letzten Welt. Da wird es pro Kapitel mit Sicherheit keine Einzelkämpfe mehr geben. So, jetzt bin ich natürlich so schlau gewesen und habe für diesen Part jetzt keinen Timer gestellt. Das heißt, ich muss mir irgendwie, keine Ahnung, denken, wie gehen könnte. Also, wir bekommen dich so runter und können dich da draufstellen. Hilft uns das irgendwas? Wer weiß. Was ist denn das für ein Symbol da auf dem Boden? Muss das da rechts so aussehen? Tut es jetzt. Ja, gelb, weiß, grün, blau. Gelb, weiß, grün, blau. Gut. Und dann gibt es tatsächlich einen Pilz. Ja, dann sind tatsächlich alle wieder einsatzfähig. Ich möchte mein Team... Nee, sind sie nicht. Ja, ich möchte mein Team eigentlich ungern unnötig verändern, weil es mir so eigentlich sehr, sehr gut gefällt. Jetzt müssen wir allerdings Rabbit Luigi einmal rausnehmen. Aber dafür haben wir einen anderen Nahkämpfer mit dabei, auch wenn der ein bisschen... Das ist der riskantere Nahkämpfer. Wie viel Nahkampfschaden machst du eigentlich mittlerweile? Du machst mittlerweile auch 100 Nahkampfschaden. Und du kannst noch zusätzlich heilen, deswegen nehme ich tatsächlich sogar dich mit. Haben wir zwei Peaches mit am Start.
Bonbons haben wir noch nicht bekriegt. Ich nenne die immer noch Bonbons. Ich werde die wahrscheinlich auch niemals rauskriegen aus meinem Kopf. Und Kampf Nummer 2 in diesem Kapitel. Erreiche das Gebiet! Ist eigentlich mittlerweile fast egal, was wir da für Teammates nehmen. Dass wir jetzt doppelte Heilung drin haben, ist da wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Schauen wir uns wieder einmal an, was wir überhaupt machen sollen. Also von hier aus, hier durch. Entweder runterjumpen oder der reguläre Weg wäre hier lang. Hier wäre der reguläre Weg hier lang und würde hier hinführen und von hier aus wäre der reguläre Weg hier lang. Ich könnte hier einmal den Teamsprung aktivieren. Wissen wir gar nicht, wir können hier runter, hier hin, von hier aus mit dem Teamsprung 2 Leute rüberschicken. Von hier aus mit dem Teamsprung 1 runterschicken und durchs Rohr. So macht es, glaube ich, am meisten Sinn. Okay, dann hau du erstmal einen hier Schaden rein. Ne, machen wir ganz anders. Wir schicken den Wagen. Ich würde ihn gerne zum Hinteren schicken. Klappt aber nicht. Bei den Vorderen können wir theoretisch mit unseren Nahkampftechniken killen. Macht also nur Sinn, den zum Hinteren zu schicken. Na okay, dann machen wir so. Das ist alles ärgerlich. Weißt du was? Wir machen unsere Heldenpower. Und dann hoffe ich auf die 50% Chance. Ah! Jetzt hat er aber kein Schild mehr. Das heißt, wir killen dich so. Dann machen wir einmal so. Und gehen hier durch die Röhre. Und da wir leider nicht mehr schießen können, müssen wir uns jetzt so hinstellen. Dann bist du dran. Machst den mit dem Nahkampf weg. Gehst hier durch. Und springst da so hin. Weil dann kriegen wir die auch alle gekillt. Nämlich indem wir jetzt einmal so schießen. Sind die nämlich beide weg. Wir können Mario runterschicken, der... Nein. Oh nein! Wieso kann man nicht nochmal rückgängig machen? Das ist doch so kacke. Ich wollte halt auf... Okay. Ich habe nicht auf die schwarzen Flächen geachtet, war aber super geil, dass das so funktioniert hat. So, da tauchen die nächsten 4 auf. Alles klar. Das war eigentlich mega geil, dass wir auf dem Feuerfeld standen, weil jetzt sind wir da hinten. Aber Peach kommt so nicht hin. Das ist ärgerlich, dass Peach jetzt zurückbleiben muss. Jetzt habe ich Peach auch schon wieder auf so ein Feuerfeld gestellt und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Also wir kommen mit dir tatsächlich schon bis hierhin. Das heißt, im nächsten Zug wären wir im Ziel. Das ist aufgrund unserer großen Reichweite auch nach Röhrenausgängen mittlerweile natürlich schon mal ziemlich praktisch. Denn mit dir kommen wir jetzt sogar schon bis hierhin. Soll ich das so machen? Ich mach das einfach mal so. Wir haben allerdings 3 auf erhöhter Position, die jetzt auf Mario und Rabbit Peach schießen können. Wenn die sich alle auf einen konzentrieren, ist es alles ziemlich beschissen gelaufen. Ich mache auf dich ein Schild. Das heißt, Rabbit Peach wird auf jeden Fall ins Ziel kommen. Nur ob Mario überlebt, ist die Frage. Bitte lasst Mario leben. Bitte lasst Mario leben. Okay, du konzentrierst dich auf Peach. Das ist sehr gut.
konzentrierst dich auf Rabbit Peach. Das ist auch sehr gut. Ja, das könntest du ruhig machen. Das kannst du auch gern machen. Und das kannst du auch gern machen. Ja, easy. Ciao. Ja, ja, komm. Ja, dann eben so. Dann machen wir es eben so. Danke. Drei Züge, man hätte fünf gehabt. Also selbst wenn wir es mit dem Teamsprung so gemacht hätten, hätten wir vielleicht einen Zug mehr gebraucht. Aber niemals fünf. Das war voll simpel. Hab die Jubelzeremonie kurz genutzt, um auf die Uhr zu schauen, um zu sehen, wann ich den Part beenden sollte. Viertelstunde also noch. Da schaffen wir noch ein bisschen was. Das war jetzt auf jeden Fall mit Abstand der leichteste Kampf. Seit sehr langer Zeit, also... Wir hatten in Welt 3 schon deutlich schwerere Aufgaben als das gerade. Bin ich etwas verwundert drüber. Okay, gibt schon wieder die nächste. Rote Dingensaufgabe. Rote Münzenaufgabe. Und das, was mich daran so verwirrt... Ich mache schon mal alles kaputt, weil ich denke, dass hier hinter zum Beispiel auch rote Münzen auftauchen werden. Was mich daran so verwirrt, ist, dass es eigentlich bislang... Also, dass es nicht mehr so viele Waffen gibt, das wollte ich sagen. Es gibt ja gar nicht mehr so viele unterschiedliche Waffen jetzt. Und wenn wir jetzt hier eine Waffe bekommen und da vorne schon wieder eine, dann ist das ja wirklich nicht mehr viel. Also, dann haben wir ja schon fast alle... Ach du Kacke. Ich hoffe, dass keine in den Blöcken versteckt sind. Nö, das war schon wieder so sausimpel. What the fuck? Also selbst wenn ich die längeren Wege da kaputt gekloppt hätte. Ich habe jetzt nur die einzelnen Blöcke immer kaputt gemacht, aber selbst wenn ich die Doppeldinger genommen hätte... Wir hätten hier in der Zeit noch fast alle von den Dingern kaputt kloppen können. Was soll denn der Kram? Ein paar Secrets gibt es hier noch. Also holen wir uns erstmal die roten Münzen. Da haben wir Nummer 1. Da haben wir Nummer 2, 3, 4. Da haben wir 5. 6. 7. Und selbst wenn ich vorher nicht die Blöcke kaputt gekloppt hätte, mehr als genug Zeit. 8 und fertig. Und schon wieder eine Waffe. In diesem Fall ist es für Peach der King. Gala-Cookies. Das sieht aus wie aus der dritten Welt. Aus der Horrorwelt. Totenkopfhasen. Wir müssen irgendwo den weißen Schalter da unten für finden. Dann haben wir hier erstmal den grünen Schalter. Hat uns das was gebracht? Nehmen wir erstmal die Röhre. Hier haben wir einen gelben Schalter. Okay. Müssen wir, glaube ich, so haben, damit wir irgendwas rüberschieben können, um das hier auf den roten Schalter zu schieben. Dafür müssten wir uns aber erstmal die andere Seite angucken. Ah, jetzt sehe ich's. Wir haben das hier oben, was wir schieben müssen. Also, damit können wir dich wiederum einen runterschieben. Gehen auch einen runter. Okay. Ja. Sieht so, glaube ich, nicht so schlecht aus.
Wenn wir jetzt hier wieder den Gelben aktivieren, schieben wir dich auf Rot. Wir können damit hier lang. Da. Und da. Und kommen dann wo raus? Ah, okay, damit sind die weißen Blockadeblöcke automatisch verschwunden. Die Mine. Und dann geht's ab in Kapitel 3. Bislang sehr problemlos. Legen die Harten los. Besiegen 9 Gegner. Das hört sich schon mal heftiger an. Vor allem müssen wir im ersten Kampf natürlich auch immer aufpassen, was das Leben zumindest von Mario anbelangt. Und da unten spawnen gleich die 9 Gegner. Okay, wir könnten hier hoch und dem Nahkampfangriff von allen Leuten verpassen. Hier sind aber die Kleinen und ich glaube, die sind erstmal wichtiger, einen reinzugeben. Also hier lang, dir einen Nahkampfangriff mitgeben und uns hier verstecken. Wir könnten jetzt auf die 50% Stoßchance hoffen. Aber so ein Risiko gehe ich jetzt nicht ein und gehe stattdessen mit Mario hoch. Ah, du bist mit dem Ausgang noch nicht weit genug. Okay, dann machen wir so und verstecken uns dann ebenfalls hier. Dann hätten wir doch schon den Nahkampfangriff erhöht. Das ist nach, wir können ja mittlerweile auch leveln, habe ich jetzt vergessen. Wir haben ja Kapitel 2 geschafft. Dann machen wir so und stellen uns dann auch gleich so hin, weil ich hoffe, dass ich den jetzt kille. Wir müssen auf den Eiseffekt hoffen. 50% Chance. Oh, der kommt nicht. Und die Tinte, die der jetzt immer macht, ist auch ziemlich scheiße. So, dann jetzt weg mit dem. Oh, wir können mit dir sogar auf den schießen, aber das hat nur 100% Trefferchance. Könnten auch den Wagen hinschicken, aber der macht einfach nur mehr Damage. Leider kein Stoß. Okay, dann könnten wir theoretisch heilen. Lass ich aber mal. Stattdessen mache ich lieber auf uns selbst eine Schadensminderung. Nee, das sollten wir auch aufsparen. Ja, das war klar. Und das war jetzt sehr unpraktisch. Ach du Scheiße. Okay, folgendes. Heilung, wird das immer noch bis zu Peach reichen? Natürlich nicht. Dann Nahkampf und hierhin. Kommt Mario bis zur Röhre? Kommt er. Dann Nahkampf-Kill. Dann komme ich aber leider nicht bis zu Rabbit Peach. Das ist auch scheiße. Das heißt, wir machen es so. Kommen wir auch nicht bis zu Rabbit Peach. Ich wusste ja, dass Rabbit Peach einen Röhrenausgangslauf weiter hat als die beiden. Ist da hinten irgendwo ein Gegner? Da sind gar keine. Hm. Dann eben so. Oh, Mario macht ja nur 40 Nahkampfschaden. Das habe ich vergessen. Ich habe Angst, dass der Stoß kommt, deswegen lieber so.
und Peach. Kane. Schöner Jump bis hierhin. Damit heilen wir uns alle. Dann macht jetzt auch deine Heilenfähigkeit Sinn. Dann kommt... Was kommt denn jetzt? Warum habe ich eigentlich Rabbit Peach noch mit dabei? Ich hätte auch mittlerweile Rabbit Luigi wieder mitnehmen können. Ich bin total verwirrt. Warum habe ich die mitgenommen? Deswegen klappt das hier alles nicht. Stirb. Und machen wir mal... Wir haben eigentlich Zeitdruck, ne? Machen wir mal den Prinzessinnenblick. Machen wir mal die Heldensicht und hoffen, dass wir ein paar vollklecksen. Oh, bis dahin geht Peachs Heldenblick, Prinzessinnenblick gar nicht. Weil das ja völlig unnötig. Okay, als nächstes spawnen die hier. Kriegen wir die da unten jetzt alle platt? Nehmen wir von hier aus erhöhter... Ich könnte so und so ordentlich Nahkampfschaden machen und mich dann hier hinten verstecken. Dann könnte ich mit Mario... hierhin dem einen 40 Schaden machen, dem anderen 100 Schaden machen, wenn ich Peach da vorher noch hinstelle. Und dann mit dem Hammer draufhauen, der bis zu 330 macht. Wird aber nur bei erhöhter Chance wirklich was bringen. Damit treffe ich da unten Rabbit Peach noch. Machen wir es mal so. Damit macht er schon bei 385, wie auch immer. Damit reicht es. Das heißt, wir schicken Peach vor. Das Problem ist, wir werden Peach jetzt wahrscheinlich auch treffen mit dem Hammer. Und dann hier müssten wir Peach eigentlich nicht mit dem Hammer treffen, hoffe ich einfach mal. Also Hammer voll drauf. Okay, jetzt die Frage aller Fragen. Macht bis zu 231. Stoß bringt uns nichts, wenn er uns dann trotzdem trifft. Macht 230. Frost bringt uns nichts, wenn er uns dann trotzdem trifft. Mario kann nicht mehr schießen. Das heißt, wir versuchen es mit Stoß. In der Hoffnung, dass er wegfliegt. Und dann vielleicht einen Feld vor uns stoppt. Tut er aber nicht. Doch, er stoppt einen Feld vor uns! Wie geil ist das denn? Weil damit haben wir jetzt hier vollen Schaden. Damit drei Stück in einer Runde gekillt. Nur die, die da oben spawnen, die werden jetzt hier runterkommen. Nee, doch nicht. Die spawnen weit genug weg. Bislang läuft's. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Züge wir theoretisch Zeit haben. Und die spawnen immer da, wo wir uns gerade befinden. Wir müssen noch zwei killen. Das heißt, wenn wir die jetzt beide in einem Zug fertig machen könnten, hätten wir gewonnen. Wir können es leider nicht nochmal genauso machen wie eben. Aber das passt schon irgendwie. Weil wir jetzt mit Mario keinen Angriffsschub mehr haben. Okay, schicke ich ihn so los. Rabbit Peach werde ich im nächsten Zug nicht verwenden. Ich
werde da wieder Rabbit Luigi mitnehmen. Das heißt, Rabbit Peach kann jetzt Schaden von den beiden bekommen. Und so bekommt sie nur Schaden von einem. Das heißt, sie überlebt es auch, weil da habe ich eben gar nicht drüber nachgedacht, dass die mittlerweile so viel Schaden machen, dass die, wenn die beide auf Rabbit Peach gegangen wären, dass sie gestorben wäre. Also ich habe gerade mega Luck gehabt. Puh. Ich hätte vorher das Schild machen sollen, aber das habe ich jetzt irgendwie nicht dran gedacht. So, machen wir nochmal einen Heiljump, dass Peach auch in der nächsten Runde wieder safe einsatzfähig ist. Mit Full Life. Und killen den. Das wäre gekillter Gegner Nummer 8. Und dann kommt Mario. Stellt sich hier hin, hat eh eine 100%ige Trefferchance und damit ist der auch safe tot. Nehmen die Münzen hier noch kurz mit, dass wir da nicht rüberlaufen müssen. Und ciao. Jo. Schlacht gewonnen. 4 Züge, wir hätten sogar wieder 6 Zeit gehabt. Und damit sage ich an dieser Stelle, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Dann machen wir mit Kapitel 3 weiter und werden wahrscheinlich schon in Kapitel 4 einstoßen. Wir können aber noch bis zur nächsten Schlacht laufen. Denn hier gibt es noch ein kleines Rätsel. Wir können wieder ein kleines überziehen. Haben wir jetzt in letzter Zeit gar nicht so oft gemacht. Ah, hier brauchen wir wieder die Fähigkeit. Okay. Aber nicht unbedingt zwangsläufig überall immer. Und hier gibt es noch so eine Truhe. Was haben wir hier noch? Gibt es unfassbar viel kaputt zu machen. Und hinter jedem Ding, was wir kaputt machen können, befindet sich theoretisch was. Und jawohl, die Powerpunkte können wir auch gebrauchen. Ich sollte jetzt gleich zwischen dieser und der nächsten Aufnahmefolge gucke ich noch mal ein bisschen in unsere Fähigkeiten rein und werde da vielleicht noch was verbessern. So, hier auf den Schalter müssen wir wahrscheinlich die da oben schieben. Später, wenn wir diese Bohrenfähigkeit haben, um die Kanone hier zu aktivieren. So, und vermutlich wird auf dieser Seite der Brücke der Kampf beginnen. Sehe ich hier Flaggen? Nee. Ach du Kacke. Ja, es gibt einen Pilz als Belohnung, den wir gar nicht brauchen. Wie es aussieht, ist der Weg versperrt. Diese farbigen Podeste scheinen mit den Plattformen gleicher Farbe verbunden zu sein. Podeste sind normalerweise dazu da, um etwas draufzustellen. Wir sollten verschiedene Kombinationen ausprobieren, um zu sehen, was passiert. Ja, die werden sich wahrscheinlich, je nach Gewicht, wenn hier das Gewicht runtergeht, wird das andere Gewicht wahrscheinlich nach oben steigen und so weiter und so fort. Das wird ein Gewichtsrätsel. Oder? Nö. Wir fahren einfach nur hoch und runter. Gut, das heißt, wir müssten die erste Statue, die wir finden, auf Rot stellen, um an eine zweite Statue zu kommen. Machen wir das jetzt? Komm, wir machen das jetzt noch. Also was passiert bei Gelb? Bei Gelb kommen wir einfach nur nicht wieder zurück. Ja. Bei Gelb kommen wir einfach nur nicht wieder zurück. Gelb muss ganz am Ende aktiviert werden, wenn Rot schon aktiviert ist. Blau hilft uns doch auch nichts. Nö, Blau hilft uns aus dem Grund nichts, weil wir zum gelben Podest gar nicht mehr hinkommen. Das ist zwar schön, dass man jetzt hier weiterkommen würde. Oder, wo führt die Röhre hin? Doch, die Röhre würde hier hinführen und dann würden wir in die Schlucht fallen. Das ist hier sehr hilfreich. Ja, das Einzige, was jetzt aktuell was bringen könnte, wäre Rot. Und zwar genau so. Dann können wir dich mitnehmen. Und gucken dann mal, was... Eigentlich müssten wir jetzt Gelb machen. Ich gucke aber trotzdem erstmal, was Grün macht. Okay, Grün würde uns den Übergang auf Gelb ermöglichen. Müssen wir auch, weil nur so kommen wir an die dritte Statue. Ich
möchte jetzt aber wissen, was blau macht. Wir müssen ja irgendwie noch an den Pilz kommen. Ja, ich verstehe. Die dritte muss blau sein, damit wir an den Pilz kommen. Also grün. Damit kommen wir da unten weiter. Aber wir kommen da unten jetzt nicht runter. Ich dachte eben, wir könnten von hier aus jetzt darüber laufen. Moment, dafür müsste ich jetzt rot entfernen wieder, ne? Ja, jetzt muss ich wieder rot runternehmen. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, wir müssen rot jetzt wieder nehmen. Um jetzt blau zu aktivieren und den Pilz zu bekommen. Und jetzt können wir dich nehmen, den Pilz holen. Und dich müssten wir jetzt auf gelb stellen. Was nicht geht, aktuell. Wir müssen aber gelb aktivieren. Irgendwas habe ich verpeilt. Ach ja, wir haben die Statue ja schon. Warte, 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 warte. Wir nehmen jetzt grün. Ich glaube, man hätte die grün und blau ist wirklich nur dafür notwendig, um den Pilz zu bekommen. Habe ich recht? Nee. Hä? Achso, wir können ja einfach da lang. Mein Gott. So, gehen wir da lang. Aktivieren jetzt gelb. Hat sich wie Rätsel gelöst angehört, aber irgendwie bin ich noch nicht davon überzeugt, dass das Rätsel gelöst ist. Doch, ist es! Denn wir haben alles richtig gemacht. Jetzt können wir nämlich hier lang, um dann hier rüber zu kommen und dann ins Ziel. Und da drüben ist der zweite Kampf von drei. Okay, dann jetzt ein bisschen Überlänge. Ich hoffe, ihr spart halt auch beim nächsten Mal wieder ein. Dann gibt es die zweite Hälfte von dem grünen Kämpfen und es gibt erstmal Lava-Verteidiger. Mal sehen, was die so drauf haben. Bis dann und auf Wiedersehen.